Ich bin Franz Obel und ich lese aus Groschens Grab. Der Kommissar zwängte sich an Kinderwegen vorbei und gelangte in den Hof, der recht bescheiden war. An der Betonwand standen Mülltonnen, daneben Fahrräder. Dem Gemeindebau gehörte nur ein kleines Stück von dem großen Innenhof. Die Gärten mit den hohen Bäumen waren Teil der anderen Häuser, die das Viereck bildeten. Praktisch alle hatten Balkone. Auf einem stand eine Alte und sprach mit ihrem Kanarienvogel, auf einem anderen wurde ein Teppich geklopft und dann war da noch eine rauchende Rothaarige im roten Bademantel. Es sah aus, als ob sie grüne Strapse trug. Da Groschen seinen Blick nicht und nicht von ihr lösen konnte, hob sie die Hand und winkte, »Na, was ist, Bursche, kommst du auf ein Reiberlaufer?« erklang eine raue Stimme, die Groschen irgendwie vertraut vorkam. »Vielleicht später«, murmelte der Kommissar, ging zurück ins Stiegenhaus und hoch zur Papuschek-Wohnung. An der weiß lackierten Tür klebte das Amtssiegel, das, wie sich Groschen überzeugte, unversehrt war. Die Frage ist jetzt, was ist ein Reiberl?